Hallo und herzlich willkommen zur Parktour von unserem Late Cretaceous Park. Wir gehen jetzt direkt los, mal in Besucherperspektive. Sieht schon mal sehr cool aus mit der Sonne. Hier rechts geht es ja zu dem Turm hoch, das können wir mal eben machen. Der Weg ist auch nicht zu steil oder sowas. Und dann können wir hier direkt in den Turm reingehen. Oh, der Anblick hier ist auch schön, wenn man hochkommt. Der mega gut mit dem Berg. Und dann hat man eine perfekte Sicht auf die Lagune. Da können wir sogar gerade die Styxosaurus sehen. Und hier rechts sind ja die Australovenatoren drin. Die verstecken sich leider gerade hinterm Berg. Ah, da kommt einer über den Berg. Ich glaube, dahinter schläft auch einer. Ich kann leider gerade mit der Maus nicht darauf zeigen. Und ich kann auch nicht näher ranzoomen. Na, da kommen wir gleich eh nochmal vorbei. Und dann gehen wir hier auf das Innovationscenter zu. Wie schön diese Geräuschkulisse ist. Es wirkt mega lebendig. Da rechts in dem Turm waren wir gerade. Wir gehen jetzt mal links rum. Weil hier ist dann auch noch mal eine Toilette. Und auch noch ein bisschen Deko für die Gäste. Hier kann man sich auch noch mal hinsetzen. Hier auch noch so coole Segel. Und so sieht das Ganze von oben aus. Dann geht es jetzt hier weiter zum Australovenator-Gehege. Hier bei diesen Kreuzungen sind auch immer schöne Brunnen. Hier kann man gerade so rüber gucken. Aber hier habe ich auch ganz viele kleine Felsen platziert, wie ihr sehen könnt. Gehen wir mal hier weiter lang. Und dann können wir hier nämlich in die Kyrosphärentour einsteigen. Hier werden wir auch direkt begrüßt. Wir sind jetzt gerade alle da links. Der eine kommt zu uns rüber. Oh, das sind wirklich alle vier. Diesen würden wir weiter. Hier geht es nämlich jetzt auch noch mal um einen kleinen Hügel herum. Ich kürze jetzt einfach mal ein bisschen ab, weil da hinten geht es dann wieder zur Station. Ist halt ein relativ offenes Gehege, dadurch sieht man halt alles sehr, sehr früh schon. Und das Gehege sieht so von oben aus. Hier auf der Rückseite gibt es auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da können wir dann auch nochmal eben so reingehen. Dann hat man hier auch nochmal eine richtig schöne Sicht. Aber ich würde sagen, wir fliegen jetzt auch noch mal weiter. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Hier links geht es nämlich auch noch mal zu so einer Beobachtungsgalerie oder zwei Stück sogar. Da können wir auch gleich noch mal reingehen. Hier hinten ist dann auch noch mal so eine Brutstation. Da können die Gäste dann auch noch mal hinlaufen. Aber würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier in diese Galerie rein. Na, da kann man wieder einen an der Oberfläche sehen. Aber wir fahren mal runter. Man kann die sogar so anzeigen lassen, das ist ja praktisch.
Hier sieht man aber jetzt auch die neue Deko. Leider ist es gerade sehr schwer zu erkennen nur. Liegt, glaube ich, daran, dass die Sonne genau auf die Scheibe hier strahlt. Also sehen wir leider auch nicht mehr. Aber sieht schon cool aus der Perspektive, wenn die Fische da so lang schwimmen. Oder sieht man jetzt sogar mal einen schwimmen? Das ist schon echt cool. Ich mag diese Perspektive richtig gerne, wenn man so weit hinten sitzt. Da kommt so richtig gut dieses Feeling rüber von der Beobachtungsgalerie. Ich finde halt nur, dass die ganz dicht an der Scheibe vorbeischwimmen. Und hier unter Wasser ist natürlich auch viel von der neuen Deko. Sieht schon krass aus. Dann ist diese ganzen Blasen und der Qualm und so gefallen mir richtig gut. Und da drüber schwimmen dann auch die Styxus. Oh, der hat auch voll den schönen Skin. Aber die sind alle sehr farbenfroh und bunt. Die haben auch alle ganz verschiedene Skins. Das ist jetzt nochmal der Bereich, den wir uns jetzt gerade angeguckt haben von oben. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal direkt da hinten weiter. Ist auch wieder richtig schön, dieser Berg im Hintergrund. Ist echt eine tolle Map. Übrigens die Oregon-Karte. Und hier kommen wir jetzt zu einem Aviarium. Dort ist halt die Besonderheit, dass in der Mitte Bäume nochmal sind. Da können wir jetzt aber auch einfach einmal reinfliegen. Hier sind jetzt überall Beobachtungsgalerien auf allen Seiten. Aber wir fliegen jetzt einfach rein. Dann sehen wir es, glaube ich, am besten. Hier ist der Barbaridactylus drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele. Ich glaube, 10 Stück waren es. Sieht aber auch echt cool aus. Hat auch richtig tolle Skins. Toller Flugsaurier. Hier können die Gäste dann auch perfekt gucken. Das wirkt schon sehr lebendig gerade. Gefällt mir richtig gut. Und ich finde das hier auch besonders cool, diese Optik, dass hier überall diese Bögen sind. Dadurch, dass wir in der Mitte halt freigelassen haben und da keine Aviarium platziert haben. Solche schönen Flugsaurier. Und die können auch auf allen Seiten futtern. Was macht die Drohne eigentlich? Fliegt die unten? Die fliegt da sogar durch einfach. Oha. Die schummelt voll. Ich glaube, die ist kaputt. Fliegt irgendwie im Kreis. Hä, nee, die... Ja, was ist das denn? Wartet mal. Die fliegt jetzt da raus und dann spawnt die da hinten wieder? Oder wie ist das? Gucken wir mal eben. Stimmt, die spawnt dann immer wieder hier. Genau hier ist die gerade gespawnt. Und da ist sie wieder. Okay, ich glaube, ich habe die ein bisschen verbuggt dadurch, dass ich in der Mitte freigelassen habe. Ich finde das echt cool, dass hier auch dann die Bäume noch so durchgucken. Sieht echt schön aus. Das war dann das Aviarium von oben. Da hinten ging es vorhin los, da ist der Eingang. Aber würde ich sagen, fliegen wir mal in diese Richtung weiter. Also es wird jetzt hier einmal um das letzte Gehege noch rumgehen. Kann man schon mal rauszoomen, dann seht ihr es von oben. Da wird dann hier der Weg einmal rumführen. Da können wir eigentlich auch hier weitergehen. Hier ist auch alles schön übergeglättet. Rechts hat man den tollen Berg. Wenn man dann hier den Wald hinter sich lässt, kriegt man auch schon die ersten Einblicke in das Gehege. Ist auch so ein schöner Sauropode. Der Lamosaurus ist das. Kann man auch perfekt sehen von hier.
Hier oben hat man dann noch mal einige Toiletten. Und natürlich auch Besucherläden. Hotel gibt es auch noch. Da würde ich sagen, checken wir einfach mal so ein. Man kann da zwar auch die Ansicht so angucken, aber wir gehen in den Pool wie immer. Der ist nämlich auch perfekt ausgerichtet. Da hat man eine richtig schöne Sicht auf die Alamos. Das ist so schön. Hier gibt es dann auch nochmal Beobachtungsgalerien. Aber man kann eigentlich auch von hier oben direkt gucken. Weil ich habe hier halt extra nur solche Betonbarrieren gemacht, dass man da schön rüber gucken kann. Der legt sich die ganze Zeit schlafen. Kann sich auch nicht entscheiden. Das hier ist die Ansicht aus der ersten Beobachtungsgalerie. Da unten geht übrigens auch dieser unsichtbare Zaun noch lang, damit die nicht die Klippe hochlaufen. Der unsichtbare Zaun ist übrigens nicht aus einer Mod, ne? Der ist aus dem Dominion DLC. Weil viele geschrieben haben, du hast unsichtbare Zäune benutzt. Das wäre eine Mod. Dem ist aber nicht so. Ich habe hier wirklich keine einzige Mod installiert gehabt, als ich das gebaut habe. Ja, man hat hier wirklich schon eine coole Sicht. Leider verstecken die sich gerade so ein bisschen da hinten. Hinterm Wald. Aber ist ja auch schön, wenn die so einen Rückzugsort haben, muss man ja sagen. Voll schön. Hier gibt es übrigens auch noch mehr als diese Sauropoden. Nämlich Archaeornotimimus. Die stammen auch aus der späten Kreidezeit. Also sind auch sehr, sehr passend für den Park. Ich zeige euch das hier nochmal schnell von oben. Das ist halt der Besucherbereich, wo wir gerade langgelaufen sind. Und dann gibt es noch als allerletztes hier den Industriebereich. Da sind dann nochmal Ranger-Stationen und so ein Krams. Halt die Gebäude, die man braucht. Alles schön eingezäunt und in einem Wald versteckt, damit die Besucher da möglichst nicht viel von sehen. Und das war der hintere Teil des Parks. Ich kann auch eigentlich mal rauszoomen und euch alles zeigen. Also es ist halt wirklich ein sehr überschaubarer Park, aber das war ja auch das Ziel. Wir haben ja alle neuen DLC, Dinosaurier, Wassersaurier und Flugsaurier untergebracht und sogar noch eine Spezies zusätzlich. Also ich bin da mega zufrieden mit. Das Savegame davon findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr den auch mal selber ausprobieren, den Park. Ist wie gesagt komplett ohne Mods, das heißt ihr braucht nichts irgendwie installieren oder so. Könnt ihr den einfach so in den Ordner packen und dann könnt ihr den selber spielen. Aber auch bei Nacht ist das eigentlich alles hier ganz schön beleuchtet. Ist auch cool, dass diese Banner beleuchtet sind. Die habe ich ja auch immer auf den Wegen platziert, wo es halt sehr dunkel war. Und ich finde auch gerade, dass diese Springbrunnen oder was das hier sind, echt cool aussehen. Die sind mega schön. Unterwasser ist natürlich auch noch beleuchtet. Können wir auch mal reinfliegen. Das sind dann auch sehr schöne Lampen. Und die Styxos leuchten ja auch im Dunkeln. Das ist auch nochmal echt cool. Alle in verschiedenen Farben. Der leuchtet nicht wirklich, aber alle anderen dafür. Und auch gerade hier die Korallen und so sehen richtig nice aus in der Nacht. Und über uns schwimmt noch mal ein Stück so lang. Oh, hier ist gerade die große Wanderung der Archeos. Sind hier alle am Start.
Und er hier legt sich immer noch schlafen. Keine Ahnung, warum der so verbuggt ist. Und es leuchtet hier auch cool bei Nacht. Diese ganzen Besucherläden und so sind natürlich auch alle schön beleuchtet. Aber das absolute Highlight bei Nacht, finde ich, ist der Industriebereich hier hinten. Der sieht mega aus. Liegt halt an den Flutlichtern, die ringsrum sind. Voll schön. Und ja, Leute, das war die Parktour durch unseren Late Cretaceous Park. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Das Safe Game ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.